Willkommen bei unserem Crashkurs Grundlagen der Literaturrecherche. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir möchten uns kurz vorstellen. Ich bin Bettina Pfuhlmann. Ich arbeite in der Bereichsbibliothek Wirtschafts- und Sozialwissenschaften im Ökonomikum und ich führe Sie zusammen mit meiner Kollegin durch diesen Kurs. Ja, guten Tag auch von mir. Mein Name ist Gabi Weigang. Ich arbeite in der Zentralbibliothek im Informationszentrum. Was erfahren Sie in diesem Kurs? Erste Frage, wozu recherchieren? Zweitens, warum nicht einfach googeln? Sie lernen mit uns Publikationen erkennen und wir zeigen Ihnen unter Punkt 4 wichtige Suchräume, wo Sie auf der Webseite der SUB Göttingen recherchieren. Wir zeigen Ihnen, wie Sie strategisch schlau vorgehen und Sie kennen hinterher Tipps, wie Sie effektiver Literatur suchen. Zum Schluss stellen wir noch die weiteren Angebote der SUB Göttingen vor. Warum dieser Vortrag? Eine Literaturrecherche ist ein wichtiges Element bei jeder wissenschaftlichen Arbeit. Sie müssen sich zum Beispiel bei Ihrer Hausarbeit auf eine fachliche Diskussion beziehen, die in den wissenschaftlichen Kreisen, in denen das Thema angesiedelt ist, geführt wird. Dies bedeutet, dass man sich auf Texte anderer Autoren beruft und sich mit ihnen auseinandersetzt. Es ist wichtig, den aktuellen Forschungsstand zu kennen, damit man Widersprüche erkennen oder veraltete Thesen nicht wiederholt. Stellen Sie sich vor, Sie suchen Literatur zum Themenfeld politische Systeme im Vergleich Deutschland und die USA. Allgemeine Suchmaschinen wie Google, Bing und so weiter suchen nur im Surface Web. Sie finden nicht wissenschaftliche und irrelevante Informationen, die Sie erst aussortieren müssen und übersehen dabei leicht wissenschaftliche Inhalte aufgrund der meist riesigen Treffermenge. Mit Suchmaschinen finden Sie nicht die Literatur, die in Datenbanken und Katalogen verzeichnet ist. Dieser Inhalt ist kostenpflichtig und man muss sich zunächst anmelden. Wir empfehlen Ihnen für den Einstieg die wissenschaftliche Suchmaschine Google Scholar zu verwenden. Warum nicht einfach googeln? Wissenschaftliche Suchräume. Literaturdatenbanken und Bibliothekskataloge sind wissenschaftliche Suchräume, in denen Fachleute eine systematische Auswahl über die Inhalte treffen. Daraus folgt, wenn Sie direkt in wissenschaftlichen Suchräumen, also in Literaturdatenbanken und Bibliothekskatalogen suchen, vermeiden Sie unnötige Arbeit, haben qualitativ bessere Suchergebnisse und sparen viel Zeit. Los geht's, aber wie fangen Sie an? Zum Einstieg in Ihr Thema eignen sich fachspezifische Handbücher und Lexika. Klären Sie zunächst die Begriffe. Eine relativ schnelle Möglichkeit, zu Suchbegriffen zu kommen, ist das Erstellen einer Mindmap. Nehmen Sie dafür ein Blatt Papier, schreiben Sie Ihr Thema in die Mitte und rundherum alle Begriffe, die Ihnen dazu einfallen. Benutzen Sie Hilfsmittel wie Synonymwörterbücher oder Thesauri. Hier zeigen wir Ihnen ein Beispiel für eine Liste mit Suchbegriffen. Wir haben das Thema in drei Aspekte unterteilt. Dazu werden Synonyme, Übersetzungen und verwandte Begriffe gesucht. Ober- und Unterbegriffe vervollständigen die Liste. So können Sie sinnvoll in Datenbanken und Katalogen suchen. Diese Liste werden Sie im Laufe der Recherche erweitern. Je besser Sie sich in Ihr Thema einarbeiten, umso treffender werden Ihre Suchbegriffe. Kommen wir nur zum Punkt 3, Publikationsform erkennen. Wenn Sie eine Literaturliste bearbeiten, die Ihnen Ihr Dozent empfohlen hat oder einfach auf eine interessante Publikation für Ihr Thema gestoßen sind, müssen Sie wissen, um welche Publikationsform es sich handelt, damit Sie richtig suchen. Wir zeigen Ihnen im Anschluss, wo Sie fündig werden. Monographie. Die erkennen Sie an folgenden Merkmalen. Es gibt einen Verfasser, ein Erscheinungsjahr, einen Titel. Hier eine Auflage, ein Erscheinungsort und ein Verlag. Sie suchen im Katalog nach dem Nachnamen des Autors und ein oder zwei Wörtern aus dem Titel.
Ein Artikel in einem Sammelwerk. Auch hier wieder ein Autor, ein Erscheinungsjahr, ein Titel und hier dieses Wörtchen in. Dann geht es weiter mit einem Herausgeber, einem weiteren Titel, Ort, Verlag, Seitenangaben. Hier ist also wichtig, auf das Wörtchen in zu achten, auf den Herausgeber, dann den Titel des Sammelwerkes und die Seitenangaben. Sie finden einen Artikel aus dem Sammelwerk im Katalog, in dem Sie nach dem Herausgeber und dem Titel des Sammelwerkes suchen. Achtung! Einzelne Artikel sind nicht im Bibliothekskatalog enthalten. Der Zeitschriftenaufsatz. Auch hier wieder ein oder mehrere Autoren, ein Erscheinungsjahr, ein Titel und wiederum dieses Wörtchen in, dann die Abkürzung und der Zeitschriftentitel, Jahrgang, Heft, Verlagsort und Seitenangaben. Wichtig sind eben hier wieder das Wörtchen in, dann Name der Zeitschrift und die Jahrgänge, Heftnummer, Seitenangaben. Sie finden einen Zeitschriftenaufsatz, in dem Sie nach dem Namen der Zeitschrift suchen im Bibliothekskatalog. Graue Literatur. Das sind zum Beispiel Arbeitspapiere, Berichte, Discussion Paper. Dort gibt es in der Regel keinen Verlag, aber einen Hinweis auf einen Herausgeber oder auf eine Herausgeberinstitution. Oft finden Sie auch eine Reihe mit entsprechender Zählung. In unserem Beispiel Autorennamen, Erscheinungsjahr, Titel, dann ein Erscheinungsort und hier die Abkürzung für die Herausgeberinstitution Center for European Economic Research, die Reihe Discussion Paper und die Zählung. Die graue Literatur finden Sie im Universitätskatalog, indem Sie nach dem Nachnamen des Autors oder der Autoren suchen und ein oder zwei Wörter aus dem Titel nehmen. Dann möchten Sie sicher wissen, wo Sie die Literatur finden. Und da gibt es drei verschiedene Orte. Einmal können Sie in unseren Katalogen suchen. Es gibt den Göttinger Universitätskatalog, den gemeinsamen Verbundkatalog, die elektronische Zeitschriftenbibliothek. Dann haben wir Datenbanken, das Datenbankinfosystem. Und dann gibt es zusätzlich noch die Internetrecherche mit zum Beispiel Google Scholar. Wo finden Sie das? Das zeige ich Ihnen jetzt auf unserer Webseite. Das hier ist die Webseite der SUB Göttingen. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen. Für Sie ist vielleicht besonders interessant neu hier oder der Punkt Lernen und Lehren. Da finden Sie unsere Kurse und weitere Hinweise zum Lernen. Das Allerwichtigste für die Recherche ist hier oben dieses Fenster oben rechts. Wenn Sie dort hineinklicken, finden Sie alle wichtigen Kataloge. Das beginnt jetzt mit dem Göttinger Universitätskatalog. Was finden Sie dort? Das sehen Sie, indem Sie auf das i klicken. Sie finden dort die Bestände der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, also der Zentralbibliothek, Historisches Gebäude und Bereichsbibliotheken und von den Instituts- und Seminarbibliotheken. Nicht enthalten sind in der Regel Aufsätze von Büchern und Zeitschriften. Wir gehen jetzt mal kurz in den Katalog hinein. Hier, das ist die Oberfläche des Göttinger Universitätskataloges. Sie haben hier die Möglichkeit, zu suchen nach allen Wörtern, die in den Katalog Einträgen vorkommen
oder nach allen Themen, Titel, Stichwort etc. Dann haben Sie auch noch die Möglichkeit, nach allen Bibliotheken zu suchen oder nur nach der SUB oder Ihrem Institut. Ich gebe jetzt mal eine Suche ein, und zwar suche ich jetzt nach Regierungssystem Deutsch und USA. Ich habe hier einen Stern hingemacht, das heißt, ich trankiere das Wort, ich könnte dann, danach können verschiedene andere Buchstaben stehen. Ich bekomme mit alle Wörter 64 Treffer. Ich wähle jetzt noch einmal alle Themen aus, suche damit. Dann bekomme ich 33 Treffer. Ich schaue mir den ersten Treffer an. Das ist The American Political System von Ken Coleman. Dann sieht man hier eine Aufteilung. Oben sieht man die allgemeinen Angaben zu einem Titel. Und für Sie ist immer wichtig der Standort. Wo ist das in der SUB zu finden? Hier in der Zentralbibliothek im Lesesaal. Und das ist jetzt in dem Fall noch ein ganz neues Buch. Ich gehe jetzt wieder zurück zur Kurzliste. Da ist der zweite Treffer. Das ist ein E-Book. Das sehe ich hier an diesen Zeichen. Ich klicke da drauf. Und dort findet man unten dann links, das ist für die Angehörigen der Universität Göttingen. Da können Sie draufklicken und haben dann Zugriff auf das Buch. Nochmal zurück auf die Kurzliste. Und der achte Treffer, hier The American Political System, könnte ja auch sehr gut passen. Da sehe ich hier, das ist Standort Zentralbibliothek, Lesesaal 1. Da müssen Sie sich dann diese ganze Signatur, das ist der Standort des Buches, notieren und können dann zur Bibliothek gehen und das Buch vor Ort nutzen. Hierbei handelt es sich um Präsenzbestand. Das Buch kann man nicht ausleihen. Gehe wieder zurück auf die Homepage. Das nächste ist der gemeinsame Verbundkatalog der GVK. Hier finden Sie die Bestände von Bibliotheken aus 10 Bundesländern und der Staatsbibliothek zu Berlin sowie weiteren Instituten. Die im GVK nachgewiesenen Medien sind in der Regel über die Fernleihe deutschlandweit bestellbar. Die Oberfläche ist dem Göttinger Universitätskatalog sehr ähnlich. Ich suche jetzt mal unter alle Themen nach Parlament und Deutsch. Dann bekomme ich sehr viele Treffer und auch sehr viel elektronische Dokumente. Das kann ich hier an diesem Zeichen sehen. Aus elektronischen Dokumenten kann man nur einzelne Aufsätze bestellen. Deswegen wähle ich hier die Publikationsform Bücher. Dann habe ich nur Bücher und ganze Bücher kann man per Fernleihe bestellen. Und gehe mal auf den 33. Treffer. Demokratie, eine gefährdete Lebensform. Und kann dann mir den Titel anschauen und sehen, welche Bibliotheken den Titel anbieten. Zurzeit ist auch aufgrund der Corona-Krise nur eine Kopiebestellung möglich. Normalerweise können Sie aber dann das ganze Buch bestellen. Eine Fernleihe dauert circa eine Woche und kostet 1,50 Euro, die Sie bei uns an den Selbstbedienungskassen auf Ihr Fernleihkonto einzahlen müssen.
Bücher, die wir nicht haben, können Sie auch über den Bücherwunsch auf unserer Webseite bestellen. Dann werden die Bücher auch innerhalb weniger Tage für Sie angeschafft und Sie sind dann der Erste, der das Buch nutzen darf. Der nächste Katalog ist die Suche nach elektronischen Zeitschriften, EZB. In der EZB finden Sie den Zugang zu E-Journals, die frei verfügbar von der Georg-August-Universität Göttingen lizenziert oder kostenpflichtig sind. Die EZB weist Zeitschriften, aber keine Aufsätze nach Zeitschriften nach. Hier finden Sie dann jetzt erstmal eine Auflistung nach Fächern. Sinnvoll ist es, wenn man die Zeitschrift schon kennt, danach zu suchen. Ich suche mal nach der ZPAL. Das ist die Zeitschrift für Parlamentsfragen. Hier finden wir dann zwei Zugänge, einmal grün mit einer grünen Ampel und einmal gelb. Hier drüben finden Sie dann die Auflösung. Grün heißt, die Zeitschrift ist frei zugänglich. Gelb heißt, die Zeitschrift ist für Angehörige der Uni Göttingen freigeschaltet. Gelb-rot, es ist nur ein Teil der erschienenen Jahrgänge frei zugänglich. Und rot heißt, die Zeitschrift ist nicht zugänglich, aber man hat immerhin Zugang auf Inhaltsverzeichnisse und Abstracts. Hier das Grüne heißt, wir haben eben von 2007 bis 2014 ist das für jeden frei zugänglich. Wenn man aber neuere Zeitschriften oder neuere Hefte nach 2014 sehen möchte, muss man halt diesen gelben Zugriff auswählen. Da kommt man dann zu den Volltexten und kann auch die neuesten Hefte lesen. Hier kommt man dann zu den neuen Artikeln. Dann kommt als nächstes noch die Suche nach Datenbanken, DEBIS. Ja, was bietet DEBIS an? Das ist Zugang zu Datenbanken, die frei verfügbar von der Georg-August-Universität Göttingen lizenziert oder kostenpflichtig sind. DEBIS weist Datenbanken, aber keine Inhalte aus Datenbanken nach. Klickt da jetzt drauf und auch hier findet man eine Fachübersicht. Hier jetzt mal zum Fach Politologie. Und für jedes Fach haben wir Top-Datenbanken aufgelistet und noch jede Menge weitere Datenbanken. Auch hier gibt es wieder so ein Ampelsystem. Gelb heißt, es ist von der Uni lizenziert und grün heißt, es ist frei zugänglich. Ich wähle jetzt mal die Web of Science aus. Hier finden Sie dann immer zu jeder Datenbank so die wichtigsten Informationen, was erhalte ich hier, welches Fachgebiet und so weiter. Ich gehe hier rein und die Web of Science ist eine englischsprachige Datenbank. Man kann dadurch nur mit englischsprachigen Begriffen suchen. Ich wähle hier die Web of Science Core Collection aus und suche nach den Worten Presidency and United States unter Topic. Hier kann ich auch die Zeit auswählen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte nur Treffer der letzten 5 Jahre bekommen. Und suche das jetzt und komme auf 106 Treffer. Bei Datenbanken hat man immer die Möglichkeit, die Treffer noch einmal weiter zu filtern. Hier kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte mir nur die Treffer anzeigen lassen, die mit Politik zu tun haben. Dann habe ich nur noch 34. Das ist dann ja schon etwas übersichtlicher. Ich schaue mir einmal den vierten Treffer an, Populism and Presidential Representation, und
Dann wird mir ein Abstract angezeigt. Ich sehe Keywords und Informationen zu den Autoren. Wer hat das geschrieben? Und wichtig ist immer, dass Sie, wenn Sie den Artikel haben möchten, dass Sie hier oben auf dieses Subzeichen gehen. Dann können Sie schauen, ob wir den Volltext haben. In dem Fall ist das leider nicht möglich. Dann können Sie schauen, hat die Sub vielleicht das gedruckte Exemplar? Wir haben das aber eben nicht alle Jahrgänge. Dann bleibt noch die Möglichkeit, den Artikel im GVK zu bestellen, per Fernleihe. Gehe wieder zurück zu meiner Trefferliste und schaue mir jetzt den sechsten Treffer an. Der wäre auch interessant für mein Thema. Und gehe da auf dieses Subzeichen. Und in dem Fall sieht man Volltext verfügbar via Sage Complete. Dann kann man draufklicken und kann dann sofort den Artikel runterladen. Das ist sehr praktisch. Weiterhin kann man bei dieser Datenbank auch direkt auf die zitierten Referenzen zugreifen und auch wieder gucken, ob diese Aufsätze in der Sub Göttingen vorhanden sind. Dann gibt es bei der Datenbank auch noch die Möglichkeit einer Advanced Search. Da haben Sie sehr viele Möglichkeiten, ganz speziell zu suchen. Da empfehle ich Ihnen die Hilfe dieser Datenbank. Da gibt es dann gute Anleitungen, wie man noch gezielter weitersuchen kann. Jetzt haben wir Ihnen gezeigt, wo Sie suchen können. Jetzt möchten wir noch drauf eingehen, wie Sie fündig werden können. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das Schneeballsystem, die erweiterte Suche, das Tronkieren, die Phrasensuche und die Hilfeseite. Das werde ich Ihnen jetzt am Katalog erläutern. Beginnen wir mit dem Schneeballsystem. Das heißt, Sie nutzen schon bekannte verfügbare Literatur für die weitere Suche, indem Sie zum Beispiel die Fußnoten und das Literaturverzeichnis nach weiteren interessanten Treffern durchsuchen. Im Erfolgsfall verfahren Sie bei neu gefundenen Titeln genauso. Die Schneeballsuche können Sie auch bei uns im Katalog anwenden. Ich suche hier nach Regierungssystem. Und hier beim sechsten Treffer werden mir dann auch Schlagwörter und weitere Kategorien angezeigt. Und mit diesen Wörtern kann ich dann weitersuchen und komme ganz einfach zu anderen Titeln. Eine weitere Möglichkeit, die Schneeballsuche zu nutzen, kennen Sie auch. Das ist, dass Sie Bücher in den Seminar- oder Bereichsbibliotheken und im Lesesaal der Zentralbibliothek suchen. Diese Bücher stehen thematisch zusammen. Wenn Sie ein interessantes Buch gefunden haben, lohnt sich ein Blick im Regal nach rechts oder links oder oben oder unten und Sie finden weitere Bücher, die sich mit Ihrem Thema beschäftigen. Dann als nächster Tipp die erweiterte Suche. Jede Datenbank und jeder Katalog bietet auch eine erweiterte Suche. Da haben Sie dann immer jeweils die Möglichkeit, verschiedene Kategorien auszuwählen, miteinander zu kombinieren. Sie können ein Jahr, einen bestimmten Jahresbereich angeben. Sie können nach der Sprache suchen und bei uns im GUK können Sie auch nach der Materialart eingeben. Zum Beispiel, wenn Sie hier keine anklicken und wählen nur Online-Ressourcen aus, dann werden Ihnen nur elektronische Angebote angezeigt. Dann eine weitere wichtige Möglichkeit zu suchen ist Trankieren. Darunter versteht man die Eingabe nur des Wortstamms.
beenden Sie an einer sinnvollen Stelle Ihren Suchbegriff mit einem Platzhalter. Das kann ein Stern oder Fragezeichen sein. Die Treffermenge erhöht sich deutlich. Bei einer thematischen Suche sollten Sie dies grundsätzlich machen. Ich zeige das jetzt bei einer Suche nach dem Wort Regierung und setze hier nach Regierung einen Stern. Dann kann man schauen, was wird mir an Treffern gezeigt. Dann finde ich hier zum Beispiel Regierungswerk, Regierungsmitglieder, Regierungsbezirk. Also man findet viele Treffer, die mit den Wort Regierung enden und dann mit einem weiteren Begriff weitergehen. Man könnte auch Regierungen oder Regierungs finden. Also man hat auf jeden Fall sehr viel mehr Treffer und gleich viele Fälle abgedeckt. Die nächste gute Suchmöglichkeit ist die Phrasensuche. Wenn man Begriffe hat, die aus zwei Begriffen bestehen, so feststehende Begriffe, das sind auch oft englische Worte, dann macht es Sinn, die in Anführungsstrichen zu setzen. Ich suche mal nach politisches System und setze halt Anführungsstriche nach den beiden Begriffen. Wenn ich das suche, finde ich dann nur Treffer, wo politisches System direkt hintereinander steht. So erhält man eben sehr viel treffendere Titel, als wenn politisches irgendwo am Anfang steht und System am Ende des Titels. Dann würde ich Ihnen raten, auch immer bei jedem Katalog und jeder Datenbank sich die Hilfeseiten anzuschauen, weil Trankierungszeichen und sonstige Bedingungen können unterschiedlich sein. Man sollte sich immer genau anschauen, wie suche ich am sinnvollsten in der Datenbank. Sie finden oft auch gute Tipps und Hinweise dort. Jetzt möchte ich Ihnen noch die Boolschen Operatoren vorstellen. Das bedeutet eben das Kombinieren von Suchanfragen. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal das Und. Damit kann man die Treffermenge verringern. Alle Suchbegriffe müssen vorkommen. Dies ist eine Voreinstellung in vielen Datenbanken, wenn Sie etwas in einen Suchschlitz eingeben. Zum Beispiel hier bei diesem Beispiel Regierungssystem und USA. Es wird nur das gefunden, was hier in dieser Fläche ist, wo sowohl Regierungssystem als auch USA vorkommen. Das nächste ist das Oder, das heißt, damit vergrößert man die Treffermenge. Mindestens einer der Begriffe muss vorkommen. Es muss entweder Regierungssystem oder USA oder beides vorkommen. Das Oder ist sehr sinnvoll, um Synonyme miteinander zu verbinden. Zum Beispiel, man sucht nach US or USA or United States. Dann gibt es auch noch das Nicht. Mit Nicht kann man Begriffe ausschließen. Also es wird nur der erste Begriff gefunden, aber in dem Fall nicht USA. Zum Beispiel können Sie in der Suchgeschichte suchen, indem Sie einmal USA und politisches System mit dem Und kombinieren und haben dann in dem Fall 7 Treffer. Ja, ich suche jetzt mal nach den Begriffen politisches System und USA. Und hier oben in dem Katalog ist, wie schon gesagt, das Und voreingestellt. Dann bekomme ich in dem Fall 7 Treffer. Wenn ich das Oder auswähle, bekomme ich 9574 Treffer.
So, wir möchten Ihnen gerne noch einmal die Seite der SUB zeigen. Für Sie wichtig und interessant wäre hier die Rubrik Lernen und Lehren und jetzt gerade in dieser Zeit die Selbstlernangebote. Da können Sie sich also ganz zeit- und ortsunabhängig hinsetzen und sich diese Angebote mal einmal durchsehen. Wir haben eine ganze Menge Videotutorials der SUB auf YouTube. Da finden Sie also eine ganze Menge, auch auf Englisch. So, und hier sehen Sie dann auch noch weitere Selbstlernkurse, die wir Ihnen ans Herz legen möchten. Alles auf der Seite der SUB Göttingen. So, ich hoffe, dass wir Ihnen die Grundzüge der Literaturrecherche näher bringen konnten und wünschen Ihnen ganz viel Erfolg beim Schreiben Ihrer Arbeiten. Falls Sie Fragen haben, melden Sie sich gern per E-Mail. Hier haben wir den Button Kontakt oder persönlich an unseren Servicetheken. Tschüss! Tschüss!